Heute stellen wir euch natürlich wieder ein neues Auto vor, und zwar ein ganz besonderes, auf mehreren Weisen. Denn es ist der erste Plug-in-Hybrid von der Luxusmarke von Toyota, nämlich Lexus. Und es ist die zweite Generation des NX. Und es ist ein ganz besonderes Auto, das ich euch zeigen möchte, das ich erst selbst gar nicht so besonders auf dem Schirm hatte. Klar, zweite Generation des NX fand ich besonders und der hat mir gut gefallen, habe ich ihn angefragt. Und als ich dann die ersten Meter damit gefahren bin und ihn auch live gesehen habe, habe ich gedacht, jawohl, den muss ich euch ganz im Detail zeigen. Dann ist es ein richtig gutes Auto geworden, wirklich, innen wie außen, auch vom Fahren her, und kann sich definitiv bei X3, Q5 und GLC eingliedern und ist bei manchen Punkten wahrscheinlich sogar noch besser. Also er braucht sich definitiv nicht vor denen zu verstecken, und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei einer neuen Folge von Black Forest Drive hier aus dem Schwarzwald mit dem neuen Lexus NX 450H+. Ja, wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dürft ihr uns gerne abonnieren. Wir wachsen weiter, könnt euch immer mehr solche schicken Fahrzeuge im Wind zeigen. Und wenn ihr die Glocke drückt, verpasst es nicht mehr, wenn wir ein neues Video hochladen, wie über den NX, der derzeit bei 45.700 € startet. Dann als 350er mit Frontantrieb, dann gibt es noch den 350er mit Allrad und dann gibt es den 450H+, auch Allradantrieb. Allerdings als Plug-in-Hybrid, die 350er sind Vollhybridmodelle. Den Unterschied dazu haben wir euch ja schon mal erklärt, werde ich auch beim Motor noch mal leicht ansprechen, aber ansonsten könnt ihr gerne mal unserem Hybrid-Vergleichsvideo mal vorbeischauen. Genau, dann startet er in der Basis natürlich, dann gibt es noch die Executive Line, Luxury Line und dann F Sport. Beim 350er sind es tatsächlich Ausstattungslinien, beim 450er sind es Pakete, die man dazu buchen kann. Und wir haben jetzt eben das teuerste Paket mit dazu gebucht, nämlich den F Sport. Und ich möchte auch einfach mal der Presseabteilung von Toyota/Lexus danken, dass sie immer die passende Farbe für meinen Kopf aussuchen. Beim Toyota CHR war es die Orange Edition, die ich unbedingt haben wollte, und ich habe nichts dazu gesagt. Und hier stellen sie mir so einen richtig schönen blauen hin, weil ich ja blau sehr mag. Ja? Deswegen finde ich das schon mal richtig cool. Und F Sport, so gefällt er mir echt richtig gut. Aber wir starten natürlich jetzt wie immer hier erstmal an der Front des Fahrzeugs. Die Motorhaube ist auch nicht ganz glatt und nicht ganz langweilig. Sie ist zwar hier integriert, aber ist tatsächlich oben erhöht und geht dann hier ein bisschen nach unten. Das Ganze macht so ein bisschen muskulöseren Eindruck. Gefällt mir an der Stelle gut und passt auch gut zum sonstigen Design. Das manche mögen werden, manche nicht. Das ist immer so bei Lexus. Ich finde es tatsächlich wirklich gelungen. Also er guckt richtig böse rein. Wir haben auch hier nochmal diese Zacke drin im schwarzen Kühlergrill dank F-Sport. Ja. Dann das Lexus-Logo, wo natürlich auch die Assistenz drunter versteckt ist. Die Frontkamera für die insgesamte 360-Grad-Kamera und dann natürlich einen großen Kühler. Klar, das ist heutzutage auch modern. Alles in schwarz gehalten. Hier, das ist so halbfake tatsächlich. Also hier ist tatsächlich noch so ein Air-Curtain drin, der hier durch Luft durchströmen lässt. Aber hier an der Seite ist alles geschlossen. Trotzdem sieht es cool aus. Auch hier haben wir noch einen Nebelscheinwerfer. Hier nochmal so eine Frontlippe in Alu-Look. Und dann sind wir auch schon beim Thema Licht. Serienmäßig ist natürlich schon LED. Optional sind es dann Quad-LED, wie Sie es nennen. Aber im Prinzip ist es einfach ein adaptiver LED-Scheinwerfer. Der vorausfahrende sowie entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausblendet. Ihr habt trotzdem vollstes Fernlicht. Funktioniert auch super und ist dementsprechend alles in LED. Dann der Punkt zum Design. Ihr habt es natürlich im Intro auch schon leicht gesehen. Schreibt doch schon mal gerne drunter, was ihr zum Design des NX so sagt. Da bin ich sehr gespannt. An der Seite sprechen wir über die üblichen Dinge, aber auch über Dinge, die es sonst nicht so zu erzählen gibt. Erstmal beim F-Sportmodell habt ihr dann auch adaptive Dämpfer. Das heißt, das Ganze ist nochmal komfortabler und auf Wunsch dann auch nochmal straffer, wenn man tatsächlich auch im Sport-Plus-Modus dann unterwegs ist, was es dann auch bei F-Sport mit dazu gibt.
Also allgemein das Komfortthema müssen wir nachher auf jeden Fall ansprechen, denn das ist grandios. Dann haben wir hier noch so eine F-Sport-Palette, nicht Palette, sondern Plakette. Und natürlich haben wir auch so Kunststoffbeblankungen ums Rathaus und auch unten ein bisschen, um das Ganze ins SUV-Segment zu setzen, aber nichts zu dick aufgetragen. Dann gibt es serienmäßig beim 450er eine Wärmepumpe, ja, was natürlich gar nicht schlecht ist, weil man dann so schon vorklimatisieren kann und so weiter und auch die Energie für was anderes nutzen kann und somit nochmal effizienter unterwegs sein kann, rein elektrisch. Auch da gibt es Lob nachher. Wo ich allerdings sagen muss, Lexus, das verstehe ich nicht ganz so, ist der Punkt Panoramadach und Mark Levinson-Anlage. Da greifen wir schon mal so ein bisschen auf den Innenraum vor. Nämlich die zwei Punkte, die mir auch extrem wichtig sind, eine gute Anlage und ein Panoramadach, die gibt es für den 450er, der ja in der Basis auch schon teurer ist als der 350er. Die gibt es da nicht. Die gibt es tatsächlich nur für den 350er, zumindest so derzeit im Konfigurator. Und ja, das ist ein bisschen schade und verstehe ich auch nicht ganz. Schöner wäre es natürlich, wenn wir hier auch noch ein Panoramadach hinzufügen könnten. Was wir aber hinzufügen können, ist eine Farbe. Und zwar gibt es 9 Farben für den NX 450 H+. Wir haben jetzt hier das Flammblau, ist ein wirklich schöner Blauton, Metallic-Lackierung. Gibt aber auch noch das Arctic-Blau, das sieht auch sehr schön aus. Und es gibt natürlich auch noch weitaus andere Farben, Weiß, Schwarz, Grau und Rot und so weiter. Bei 18 Zoll startet es tatsächlich beim NX und bis zu 20 Zoll kann man upgraden. Mit der F-Sport sind dann eben diese 20 Zoll mit dabei, die sehen schön aus, die sind auch stimmig. Und das ist auch die beste Kombination, sage ich jetzt mal, weil es nicht zu leer aussieht. Ja, das ist gefüllt, ist eine schön große Felge, aber trotzdem noch schön Restgummi dran, damit man auch ein bisschen durch Schotterwege und so weiter fahren kann, ohne gleich die Felge zu zerstören. Klar, hier hätte sicherlich auch noch eine 21 Zoll Felge Platz gehabt. Dann haben wir hier noch abgedunkelte Scheiben und schwarze Spiegel, schwarze Reling. Das Ganze spielt natürlich auch so ein bisschen mit der Sportlichkeit. Und von dem her sieht er auch hier mit dem F-Sport sehr gut aus. Dann am Heck angekommen haben wir hier einen Spoiler, der ist schwarz abgesetzt. Natürlich auch hier abgedunkelte Scheiben. Und dann auch hier was zu den Rückleuchten. Die sind natürlich auch komplett in LED und das gefällt mir auch wieder richtig gut. Wir haben dieses typische L, was wir auch von Lexus kennen. Ja. Und das ist aber quasi nicht alles, sondern wir haben dann hier oben extra davon nochmal so ein durchgängiges Leuchtenband, was dann darüber geht und quasi dann zur anderen Rückleuchte geht. Also das finde ich tatsächlich schön und sieht auch nachts, wenn er so auf der Autobahn cruist, sehr, sehr schön aus. Wie gesagt, Blinker und so weiter, alles in LED. Dann steht hier prachtvoll Lexus, auf der unteren Seite dann noch NX 450 H+, langer Name, aber für die Kenner ist es dann eben der Begriff für den Plug-in-Hybrid. 350 wäre ja der Vollhybrid. Und unten drunter dann auch noch mal so ein bisschen Hartkunststoff und dieses Silberne, was wir auch vorne schon aufgegriffen haben, eben auch fürs SUV-Segment. Dann, ihr merkt zwar, es windet, aber das stört uns ja gar nicht, euch was über die Rückfahrerkamera noch zu sagen. Und zwar ist die halt hier außenstehend. Und dann verträgt sie halt auch gern mal, ist ein bisschen schade, aber man muss auch sagen, Audi Q5 zum Beispiel und X3 oder auch der Jaguar würden das genauso machen. Lediglich bei Mercedes GLC wäre sie einfahrbar. Dann öffnen wir den Kofferraum, den geht natürlich auch über den Tritt, geht auch über den Schlüssel, geht auch über den Innenraum oder halt ganz langweilig hier. Hier passen schlappe 545 Liter rein, ja, also groß genug und dann kann man auch hier nochmal öffnen und hier kann man Ladekabel rein machen, das ist also groß genug. Und die Bänke kann man natürlich auch noch umklappen auf 1436 Liter erweitern. Also auch das passt und ist auch für meinen Geschmack völlig ausreichend. Dann haben wir 2 Tasten, einmal um nur den Kofferraum zu schließen, einmal um den Kofferraum zu schließen und dann das Fahrzeug. Ist praktisch, wenn man was rauslädt, ja, dann ist das Fahrzeug gleich verriegelt und man muss nicht nochmal irgendwie mit dem Keyless Go arbeiten. Dann noch was zur Anhängelast, 750 Kilo könnt ihr ziehen. Wenn der Hänger keine eigene Bremsanlage hat, sollte er dies tun, könnt ihr bis zu 1500 Kilo ziehen, auch mit dem Plug-in-Hybrid. Dann über die Motoren, die es hier beim Lexus NX gibt. Da werde ich auch auf den 350er kurz eingehen. Der hat nämlich 244 PS. Vollhybrid, ganz klar, hat quasi keine rein elektrische Reichweite, kann aber trotzdem kurze Strecken rein elektrisch quasi sich bewegen, gerade in der Stadt. Aber es ist jetzt kein klassischer Hybrid, mit dem man quasi 40, 50 Kilometer rein elektrisch fahren kann und hat eben auch dementsprechend nicht so eine große Batterie und man kann ihn auch nicht so aufladen, sondern mit einem Kabel wie dem Plug-in-Hybrid, sondern nur quasi
ja, während der Fahrt mit dem Motor und mit seiner Fahrweise. Wir haben jetzt hier aber den Plug-in-Hybrid und der hat drei Motoren. Zwei Elektromotoren mit an der Vorderachse 134 kW, an der Hinterachse 40 kW. Somit also das Allradsystem ist hergestellt. Und dann noch natürlich den Verbrennermotor, ein 2,5 Liter Vierzylinder mit 185 PS, ein bisschen gedrosselt gegenüber dem 350er, aber 185 PS und das gibt dann eine Systemleistung von 309 PS, reicht für 3,6 Sekunden, andersrum reicht für 6,3 Sekunden und 200 km/h Höchstgeschwindigkeit. Und ja, also ein nettes Ding und da merkt man halt auch wieder, dass Toyota dahinter steckt, die haben da Ahnung, das hat funktioniert und auch gerade den Umschwung, ja, wenn die Batterie leer ist und der Verbrenner steigt hinzu, merkt man faktisch nicht. Ja. Dann was zu diesem Anschluss, nämlich dem Aufladeanschluss. 18,1 Kilowattstunden ist die Batterie groß und die kann man natürlich auch aufladen. Was für eine Verwunderung, deswegen der Plug-in-Hybrid. AC natürlich und da kann man am 22 kW Lader das ganze Ding in 2,5 Stunden wieder vollladen, von 0 auf 100%. Wenn man das Ganze jetzt über die Nacht machen will, zum Beispiel über die Steckdose, wenn man noch keine Wallbox hat, geht das natürlich auch. Da braucht er aber dann 9 Stunden, wenn er wirklich komplett leer gewesen wäre und bis 100% gehen soll. Dann schafft man eine realistische, also nicht realistische, sondern dann schafft man eine angegebene Reichweite von 74 Kilometer rein elektrisch, was schon sehr gut ist, innerstädtisch sogar 98 Kilometer, das heißt fast 100 Kilometer. Innerstädtisch glaube ich sogar, dass wir da relativ nah dran kommen können, also deutlich über diese 70 auf jeden Fall kommen, weil er wirklich so gut es geht versucht, innerstädtisch elektrisch zu fahren, selbst wenn die Batterie leer ist. Und deswegen haben wir auch einen relativ guten Verbrauch, auch wenn die Batterie leer ist. Wenn man jetzt wirklich rein elektrisch fahren möchte, auch über Land, dann wird es schon schwer mit diesen 74 Kilometer. Allerdings ist es schon sehr sparsam. Also ich würde schon sagen, dass wir 60 auf jeden Fall schaffen. Wenn wir jetzt über Autobahnen noch fahren, dann wird es natürlich reduzierter. Aber wenn wir jetzt Landstraße und Stadt fahren, dann schaffen wir 60 schon auf jeden Fall. Und der ganz Gefuchste unter euch, der Windschatten ausnutzt, ausrollen und alles ausnutzt, der schafft vielleicht sogar wirklich die 70. Mit 1,1 Liter ist er kombiniert angegeben. 26 Gramm CO2 stößt er auf dem Kilometer aus. So, das war es mal zum Normverbrauch. Jetzt gehen wir in die große Themenblase. Was verbraucht man tatsächlich? Und da braucht man ein bisschen Zeit. Ja? Erstmal generell noch gesagt, wenn die Batterie leer ist, wird er zum Beispiel automatisch zum Vollhybrid und ist so mit nochmal 30% sparsamer als vergleichbare Plug-in-Hybride, ja? Weil er einfach viel mehr Energie zurückgewinnen kann. Und das merkt man auch in der Stadt, also gerade dort. Ich bin jetzt wirklich auch heute, werdet ihr sehen, wenn wir einsteigen, ist der Batteriestand bei 0 oder relativ 0. Und ich bin jetzt auch über die Autobahn hierher gefahren und somit können wir euch ein relativ breites Programm an Verbrauchen liefern. Wir hatten ihn jetzt auch ein paar Tage. Er versucht wirklich immer, so gut es geht, elektrisch zu fahren. Ja, auch wenn man bergab rollt, dann tut er sofort rekuperieren. Klar, das machen andere auch. Und in der Stadt, Ampel und so weiter, ist der Motor aus. Also der versucht das und der schafft es auch. Also es ist wirklich ein sehr sparsames Auto. Natürlich erstmal grundsätzlich, wenn man damit elektrisch fährt, verbraucht man natürlich keinen Sprit, das ist soweit logisch. Die 1,1 Liter kombiniert, die sind ja immer daher gegeben, wenn man quasi mit beidem fährt, ja, also so im Hybridmodus fährt und beides kombiniert zusammenschält. Die habe ich jetzt nicht geschafft, da kann man es mit 3 Liter aber auch schaffen, 3 bis 3,5, was für so ein SUV, wie ich finde, immer noch in Ordnung ist. Wenn man jetzt die Batterie leer gefahren hat, weil man halt rein elektrisch zur Arbeit gefahren ist und nochmal zurück, dann ist er halt leer und jetzt will man noch einkaufen, dann verbraucht man über Land und mit Stadt so 5 bis 6,5 Liter, also ohne diese Batterie und auch mit viel Überland. Und wenn man tatsächlich auch mal Autobahn noch fährt und dann verbraucht man so bis 8 Liter, ja. Sei denn, man übertreibt es natürlich und fährt wirklich mal 200, klar, dann sind wir weit drüben. Aber wenn du normal fährst, so mal, ich sag jetzt mal bis 130, 150, seid ihr so bei 8 Liter. Und ja, so ganz, so ist der Verbrauch also bis maximal 8 Liter. Überland und Stadt dann bis maximal 6,5 Liter, je nachdem, wie viel Landstraßenanteil oder Stadtanteil habt. Wenn ihr viel Stadtanteil habt, wie gesagt, da fährt er viel rein elektrisch, dann bleibt ihr bei 5 Liter oder sogar noch drunter. Und das finde ich für so ein SUV wirklich in Ordnung. Für das, dass die Batterie leer ist und wir diese ja quasi noch mitschleppen. Bevor wir reingehen, zeigen wir euch immer den Schlüssel, das Lexus-Logo auf der Seite und dann öffnen, verriegeln und die Taste für den Kofferraum. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, man braucht den Schlüssel nicht unbedingt. Wir haben hier so eine kleine Einkerbung,
die Spiegelklappen ein, das Fahrzeug ist verriegelt. Und wie sich es im Premium-Bereich auch gehört, haben wir das Ganze auch hinten. Das heißt, ich kann hier einfach reingreifen, kurz hinten was reinschmeißen und könnte dann wieder von dannen ziehen und das Fahrzeug verriegeln. In dem Fall gehe ich jetzt aber nach vorne und zeige euch natürlich den Innenraum. Betreten wir das Innenleben des Lexus NX, an denen Punkten es auch viel zu erzählen gibt. Wir fangen mit dem Sitz an. Das ist elektrisch einstellbar, auch beim Beifahrersitz, so wie sich das für den Premium-Bereich gehört. Lexus hat zwar geschrieben, also zumindest in unserer Ausstattung, dass das Kunstleder sei, aber es fühlt sich extrem hochwertig an. Also fast schon wie Leder fühlt sich es an. Und ja, der Sitz ist ultra bequem, wirklich ganz hoch anzusiedeln von der Bequemlichkeit und vom Komfort. Wir haben trotzdem so ein bisschen Seitenhalt und ja, also gegen den Sitz kann man gar nichts sagen, wirklich sehr bequem. Dann haben wir auch eine F-Sport Einstiegsleiste zur Tür. Es gibt verschiedene Zierleisten hier. Wir haben jetzt diesen Alu-Look, der hier mit F-Sport mitkommt. Bei Luxury kommt zum Beispiel Walnuss-Optik und so weiter. Also es ist immer wieder was anderes und ist hier eben eingebracht in dieses Anthrazit-Element. Die Materialien sind hier oben schon sehr weich, hier alles sehr weich, erst weiter unten kommt dann Hartkunststoff. Aber auch das finden wir mittlerweile bei GLC. Die Memory-Sitzeinstellung ist dreistufig einstellbar, somit also mit dem Geschäftspartner oder Lebenspartner. Super, ich sage jetzt einfach mal teilbar. Das hier ist der Türgriff und das ist eine elektromechanische Tür. Das heißt, ihr drückt diese Taste und macht dann gleich die Tür auf, dann öffnet sich. Yes, das bin ich erschrocken. Ihr drückt also diese Taste und macht gleich die Tür auf und dann geht diese auch auf. Er hat auch einen Sensor drin, das heißt, wenn da ein Fahrradfahrer fahren würde oder ein Auto, würde sie nicht öffnen und dann käme eine Meldung, warum sie nicht öffnet. Solltet ihr euch mal verdrückt haben oder es funktioniert halt nicht, kann man natürlich auch noch manuell diese Tür öffnen. Also das ist überhaupt kein Problem. Man muss sich dran gewöhnen, beziehungsweise nicht dran gewöhnen, aber man muss halt erstmal wissen, wie es funktioniert. Wenn es man aber weiß, dann ist das eine coole Sache. Und dann komme ich auch schon in den Innenraum, um euch natürlich diesen zu zeigen. Wenn ich jetzt den Gurt anlegen würde, würde der Sitz quasi auf meine zuletzt eingespeicherte Position fahren. Aber das machen wir dann, wenn wir die Zündung anmachen nachher. Die Materialien hier sind auch schön weich. Hier ist alles gummiert. Ja, wir haben ein Head-Up-Display, wo wir alle wichtigen Informationen drin sehen. Und hier ist es dann wieder hart. Aber hier, wo es auch nochmal drauf ankommt, ist es auch nochmal weich, wo ein Knie anschlagen kann. Was sind alle wichtigen Informationen? Also aktuelle Geschwindigkeit, jetzt seht ihr auch, dass der Sitz ein Stück vorfährt. Naja, ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber er tut es. Und ja, alle wichtigen Informationen sind quasi Navi, aktuelle Geschwindigkeit, Verkehrszeichenassistent und so weiter und so fort. Dann weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, denn es gibt wirklich ein paar Sachen zu erzählen. Fangen wir aber beim Lenkrad an, ganz normal. Wir haben jetzt hier das F-Sport-Lenkrad, steht auch hier unten nochmal. Und dann wird es tatsächlich schon interessant. Rechts haben wir tatsächlich die Möglichkeit, also wenn ich jetzt hier drüber fahre, ja, über diese Taschen, die sind so sensitiv, Touch, die spüren also auch, wenn ich dann nur drüber fahre. Und dann wird mir quasi im Head-Up-Display angezeigt, welche Funktion hier gerade hinterlegt ist. Aktuell ist es so, dass ich mir den adaptiven Tempomaten draufgelegt habe. Ja, also ich aktiviere ihn hier und dann kann ich hier Geschwindigkeit hoch, runter machen und auch hier noch den Abstand einstellen. Ich kann aber mit diesen Tasten das auch nochmal ändern und dann sind die Funktionen für andere Dinge da, wie zum Beispiel die Head-Up-Einstellung und so weiter. Und genauso auf der Seite auch. Hier kann ich da lauter, leiser, nächster Titel oder sowas wählen oder halt auch andere Dinge. Ich kann zum Beispiel hier auch noch Audio-Mode wählen, also dass ich die Quelle ändere oder hier die Sprachsteuerung. Und dadurch sind natürlich nicht mehr so viele Knöpfe möglich oder vonnöten und man hat trotzdem alle Funktionen. Man muss sich tatsächlich erst dran gewöhnen. Ja. Und wenn man es aber weiß, dann ist das natürlich eine praktische Sache, weil das einfach viele Funktionen ans Lenkrad bringt, ohne dass ich es komplett überladen habe. Also auch das finde ich eine coole Sache. Lexus-Lenkrad haben wir natürlich hier auch auf dem Pralltopf das Lexus-Logo. Und wenn ihr jetzt mal ganz kurz zumindest in das digitale Cockpit schaut, kann ich euch nur kurz erzählen, was man da so sieht. Natürlich die Reichweite insgesamt. Wir sehen den Gang, wir sehen so eine Charge-Anzeige. Ja, fahren wir gerade mit Strom oder nicht? Die Stromanzeige,
Batteriestand und so weiter, Tankstand und so weiter. Also einfach die wichtigen Sachen, natürlich auch die digitale Geschwindigkeit und auch nochmal Temperatur, Uhrzeit und den Verkehrszeichenassistent. Aber ich muss euch ehrlich sagen, so oft gucke ich da gar nicht runter, nur zum Schauen, okay, fahre ich gerade elektrisch oder nicht, denn eigentlich erfahre ich auch alles über das Head-Up-Display, das wirklich auch ja, gut ist, scharf ist und vor allem, den Lob habe ich noch gar nicht gebracht, direkt an die Scheibe und keine Extrascheibe. Also ihr merkt schon, ich mag das Auto sehr und ich finde, dass sie sich wirklich auch hier im Innenraum nicht verstecken müssen vor den anderen Premium-Marken. Natürlich, bei Lexus ist es immer so, man muss das Design halt mögen, im Innenraum als auch im Exteriorbereich. Aber wer das mag, und das werde ich im Fazit nochmal ausführlich diskutieren, sollte eine Probefahrt machen. Dann zum Infotainment-System ein paar Worte. Erstmal Apple CarPlay, Android Auto nutzbar, ja, Apple CarPlay sogar wireless. Und somit funktioniert das hier eben auch bei diesem Bildschirm. Noch ein Punkt zum Navi, wenn wir es schon hier groß sehen. Das ist ein cloud-basiertes Navigationssystem. Das heißt, aktuelle Verkehrsdaten wie Baustellen, Unfälle und auch Sperrungen sind hier sofort drin. Und das funktioniert einwandfrei. Warum kann ich das so super sagen? Denn wir wohnen in einer Ortschaft, ihr wisst vielleicht aber auch schon, wo jetzt in der Testphase, als ich den Lexus hatte, das sogenannte Travel Event stattgefunden hat. Und da wird dann eine Straße gesperrt, da kommen dann ganz viele Motorradhersteller. Und das ist halt einfach ein Fest. Und da wurde diese Straße von Freitag auf Sonntag gesperrt. Und am Freitag habe ich das Auto bekommen und diese Sperrung, als sie das gesperrt haben, war dann schon drin. Und am Sonntag, nachdem sie es abgebaut haben, war sie dann am Abend auch wieder weg. Also das funktioniert ratzfatz und man ist wirklich immer top aktuell unterwegs. Und auch wenn man Navigation anhat, dann sagt er jetzt auch so wichtige Sachen, die einem einfach halt das Leben noch mal erleichtern, wie an der Tankstelle rechts abbiegen oder ja, irgendwelche solche Begriffe, dass man genau weiß, wo meint das. Denn manchmal gibt es ja gerade in der Stadt ganz viele Parallelstraßen, wo man mal rechts abbiegen könnte. Und wenn man dann weiß, okay, nach der Tankstelle, dann ist das sofort verständlich. Die Darstellung ist jetzt auch viel besser für meinen Geschmack. Ja, bei den Lexus war das ja sonst immer so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal bewusst altbacken. Man hätte es einfach schon länger überarbeiten hätten können. Jetzt haben sie es gemacht. Gefällt mir richtig gut. Auch der größere Bildschirm und auch die Geschwindigkeit. Also es funktioniert halt alles sehr flüssig. Ja. Und auch hier, ihr seht es schon, jetzt ist es weg. Aber hier an diesem, genau, hier am Kreisverkehr bei unserem Ort ist auch gerade eine Baustelle. Und die ist hier natürlich auch drin. Also das ist halt einfach super gemacht. Und ich liebe dieses Navigationssystem wirklich sehr, weil es einfach eine klare Darstellung ist und alles super aktuell. Genau. Die Sprachsteuerung ist auch top, die werden wir natürlich auch beim Fahreindruck besprechen. Dann haben wir natürlich noch andere Punkte, das sind Medien, dann haben wir hier das Telefon, kann man hier verbinden, dann haben wir hier die Fahrzeugeinstellungen. Die Fahrassistenz kann man natürlich auch einstellen, wir können die Fahrinfos angucken, wir können auch die Ladeplanung vornehmen, wann er laden soll, wann er fertig sein soll. Ich kann die Fahrassistenz einstellen von der Aggressivität oder ob sie es überhaupt machen sollen. Also eingreifen, das ist natürlich auch immer vielen wichtig. Und natürlich auch zum Beispiel so eine Energieflussanzeige kann ich mir auch herholen, das wir natürlich auch schon von Toyota kennen. Dann können wir hier noch zum Beispiel ja, die ganzen Internetfunktionen vornehmen. Wir könnten hier ins Internet zum Beispiel gehen und hier nochmal normale Einstellungen wie Bluetooth, Sound, Navigationseinstellungen und ja, solche Dinge halt, die rund ums Menü gehen, kann man hier dann nochmal einstellen. Also ein sehr verständlicher Bildschirm, der relativ schnell zum Einlernen ist. Also man braucht nicht viel Einlernungszeit, auch wenn man jetzt neu bei der Marke wäre, ist man in diesem ja, Infotainment sehr schnell drin. Und es ist auch alles sehr schnell bedienbar und man findet alles schnell und es ist schön aufgeräumt und auch schön dargestellt, was ihr jetzt gleich im unteren Bereich merken werdet. Wir haben hier Sitzklimatisierung, Sitzheizung jeweils dreistufig einstellbar. Es gibt aber auch einen automatischen Modus, wenn ich es einmal anklicke. Ja. Ich zeige euch das jetzt einmal. So, jetzt ist alles aus. Wenn ich es jetzt anklicke, ist es im automatischen Modus. Wenn ich nochmal drauf drücke, dann in der stärksten Stufe. Lenkradheizung zweistufig einstellbar. Lenkradheizung wird angenehm warm. Die Sitzklimatisierung, die klimatisiert tatsächlich auch sehr gut. Die Sitzheizung könnte noch ein bisschen aggressiver sein. Die wird nämlich zu keiner Zeit heiß, lediglich halt einfach ja, warm. Dann das Gleiche für den Beifahrer. Hier dann die ganzen Klimaeinstellungen. Und da sind auch wieder so
Punkte, die mir einfach sehr gut gefallen. Ja. Das ist ein bisschen Liebe reingebracht. Hier haben wir nochmal ein Bildschirmchen drin in dem Drehregelchen für die Temperatur. Und da haben wir auch nochmal rot und blaue Elemente. Das sieht halt schön aus. Ja. Das sieht besser aus wie so ein Plastikknopf, wo man einfach stumpf das rumdrehen kann. Und das fühlt sich auch wertig an. Ja. Mit diesem Alu-Ring und diesem Gummi drumherum. Das fühlt sich alles einfach wertig an. Und es sieht auch alles sehr schön aus. Ja. Also das gefällt mir wirklich zu jeder Zeit gut. Wir haben trotzdem noch ein Drehregelchen. Wir haben auch hier nochmal zwei Tasten, eben gleich auf die Frontgebläse. Dann haben wir hier Heckscheibenheizung und Frontscheibenheizung, wo wir gleich zugreifen können. Also es ist alles irgendwie sehr nah und trotzdem ist es aber nicht verspielt und nicht zu viele Knöpfe, sondern einfach schön aufgeräumt. Haben sie schön gemacht, muss man einfach sagen. Und dann auch noch mittig schön der Warnblinker und da blinkt dann auch nur schön das Dreieckchen. Nicht wie bei manch anderen einfach so ein rotes Feld, wo da blinkt. Auch hier wieder schöne Dinge. Dann auch hier, man könnte nochmal auf die Kamera zugreifen, wenn man wollte. Ich sage euch aber eins, man braucht es gar nicht, werde ich auch nachher nochmal dazu sagen, weil auch da wieder jemand nachgedacht hat. Aber wenn man trotzdem nochmal drauf drückt, dann kommt man trotzdem in die Kameras. Also es ist natürlich trotzdem hilfreich, so eine Taste zu haben. Hier auch weiche Materialien. Hier können wir den Fahrmodi ändern von Eco, Normal, Sport und wie gesagt durch F Plus jetzt oder durch F Sport jetzt auch Sport Plus und kann eben hier das Maximum rausholen. Wir haben hier ein kleines Ablagefach, dann hier die induktive Ladestation. Ja. Ist gummiert mit so einer Noppe, das heißt, es fliegt nichts rum und man sieht auch dann, ob es lädt oder nicht an diesem LED, das dann eben, glaube ich, orange wird. Und auch nochmal USB-C und USB-A-Anschluss, somit kann jeder wirklich hier sein Smartphone laden, ob älteres Modell oder eben neueres Modell. Auch das ist eine super Sache. Ja, Freunde, kleiner Nachtrag. Dieses Fach kann man sogar noch aufschieben und dann verbirgt sich da nochmal ein kleines Fach. Das habe ich tatsächlich auch erst später entdeckt. Zwei große Cupholder. Und dann haben wir hier den Wahlhebel, ja, den man hier von R in D machen kann oder in Sport oder halt in P. Und dann haben wir hier noch eine elektrische Pappbremse mit Auto-Hold-Funktion. Da gibt es einen kleinen Kritikpunkt tatsächlich. Diese Hold-Funktion muss man bei jedem Fahrtantritt neu aktivieren. Das ist so eine Sache, naja, die gefällt mir nicht so. Und hier haben wir dann die ganzen elektrischen Einstellungen, wo wir sagen können, er soll chargen, also mit dem Verbrennungsmotor aufladen. Er soll rein elektrisch fahren, er soll im Hybridmodus fahren und so weiter und so fort. Dann haben wir hier noch eine große Armauflage, die schön weich ist, ja, und auch groß genug für zwei. Man kann sie jetzt nicht arretieren, aber witzig ist, ich habe es erst gar nicht geblickt. Ich habe nur hier die Taste gefunden, ja, und dann geht natürlich das Handschuhfach so rum auf. Dann seht ihr es jetzt auch gerade mal, großes Fach, passt genügend rein. Wenn ich es jetzt aber nochmal zumache, schaut euch mal was an. Ich habe hier auf der Seite auch eine Taste und dann geht es natürlich in meine Richtung. Ja. Das ist halt auch eine coole Sache. Und dann geht es auch schon zum Thema Platz. Ich bin zu ganz 85, der Sitz ist auf tiefsten Einstellung. Ich habe genügend Platz überall hin und auch hier zum Lenkrad. Und ihr seht schon, hier ist also knapp die ganze Faust noch Platz. Also ich habe hier wirklich genügend Platz und könnte das nicht zu bestellende Panorama da hier noch dazu buchen. Ja. Aber vielleicht kommt das auch noch, oder das ist aktuell einfach noch nicht im 450-Konfigurator drin. Beim 350er kann man es machen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch nicht geht, weil sonst hätte dieser Testwagen zumindest die Mark-Levinson-Anlage. Denn die kann man eben auch nur für den 350er bestellen. Und wer Lexus kennt oder auch diesen Hersteller, weiß, dass die halt auch ganz oben mitspielen. Ist eine ordentliche Anlage. Von dem her schade, dass wir die nicht hatten. Aber das Soundsystem, das hier drin ist, ist tatsächlich auch nicht von schlechten Eltern. Also auch da kann man gut Musik hören. Nur im höheren Bereich, also wenn man es sehr laut macht, dann ja, ist die Mark-Levinson dann schon besser, wenn man sie kennt. Aber ansonsten ist das von der Serienanlage schon wirklich sehr ordentlich. Genau, das war es eigentlich schon hier vorne. Jetzt noch nach hinten einen Blick geworfen und dann fahren wir natürlich auch. Jetzt wie gesagt noch der Punkt zu der Tür. Ich kann es euch jetzt einmal zeigen. Also ich drücke jetzt diese Taste und dann kann ich diese Tür einfach gleich öffnen. Sei denn jetzt hätte der erkannt, dass jetzt hier eben ein Fahrradfahrer oder eben ein Auto von hinten kommt, dann hätte er die Tür nicht geöffnet. Und jetzt mache ich mal eben einen Fehler. Also ich drücke jetzt diese Taste nur, dann öffnet es und ich habe jetzt nicht dagegen gedrückt. Dann seht ihr, geht es nicht auf, dann kann ich jederzeit manuell diese Tür trotzdem öffnen. Ja. Also man ist zu keiner Zeit hier im Fahrzeug gefangen. Jetzt gehen wir nach hinten, schauen uns das Platzangebot noch da an. Das scheint aber auch gut zu sein und dann fahren wir. Dann herzlich willkommen auch hier im Fond des NX. Der Sitz ist natürlich jetzt auf mich eingestellt und ich habe auch die Zündung an bzw. den Gurt eingesteckt, dass er auf meine eingestellte Position tatsächlich fährt. Somit haben wir ein realistisches Verhältnis zum Platz. Aber erstmal ein Lob hier auch hier hinten. Die Materialien sind gleich, auch hier hinten oben sehr wertig, alles sehr weich und wir haben keinen Hartkunststoff, also erst halt unten und keine Verschlechterung zu vorne. Das gefällt mir sehr gut. Dann wie gesagt zum Platz, zur Tür genügend Platz.
auch wenn ich den Sitz auf mich einstelle, hier noch genügend Platz. Und auch zur Kopffreiheit, da habe ich auch noch Platz. Ich stoße tatsächlich nicht an, ich habe hier noch Platz, also noch auf jeden Fall eine Handbreite. Und ich komme auch natürlich gut auf die Kopfstütze und ich kann hier also wirklich sehr bequem sitzen. An den Sitzen gibt es auch jeweils noch eine Tasche. Isofix an den äußeren Sitzplätzen gibt es natürlich auch. Und wenn ihr schon da in die Richtung guckt, wir haben auch Lüftungsdüsen, die man sich hier nochmal von der Zirkulation einstellen kann. Und Sitzheizung an den äußeren Sitzplätzen, dreistufig gibt es auch. Und ein 12-Volt-Anschluss und zwei USB-C-Anschlüsse gibt es auch noch, falls man das Smartphone etc. aufladen möchte. Dann noch eine Armauflage, die ist sehr breit, sehr weich. Cupholder auch sehr gut, noch schöner wäre es, wenn sie mittig wären oder rausklappbar sind, weil wenn man hier immer was reinstellt, dann wird es schon wieder schwierig mit der Armauflage. Die Sitzfläche aber hier ist auch groß genug, damit man hier mal eine dritte Person unterbricht. Der Mitteltunnel ist auch nicht groß genug, also auch nicht zu groß, so möchte man sagen. Somit lässt sich hier auch tatsächlich eine Fahrt zu dritt hier hinten mal wirklich so über 2-3 Stunden verwirklichen, ohne dass es gleich unbequem wird. Zu zweit hier hinten ist es überhaupt kein Problem, da kann man den ganzen Tag verweilen. Wirklich sehr bequem. Auch hier die Sitze genauso bequem wie vorne, auch mit diesem Kunstleder. Ja, sieht also wirklich gut aus. Wir gehen jetzt aber nach vorne und zeigen euch, wie er sich fährt. Dann herzlich willkommen zum Fahreindruck und bevor wir, wie sonst, auf die Rückfahrkamera zu sprechen kommen, werfen wir einen Blick auf den Rückspiegel und ich habe jetzt hier mal das Kamerabild eingeschaltet, das heißt, wir haben hinten nochmal eine Kamera, wo wir dann quasi den rückwärtigen Verkehr sehr gut sehen. Ist eine tolle Sache, wer es nicht möchte, kann es natürlich auch einfach ausschalten, dann haben wir wieder einen normalen Spiegel. Man kann das auch von der Helligkeit, vom Kontrast und alles einstellen und auch von der Höhe nochmal ein bisschen einstellen, also hier sind relativ viele Möglichkeiten gegeben. Was wir aber sonst immer noch zeigen, ist natürlich die Rückfahrkamera bzw. 360-Grad-Kamera, falls vorhanden. Beides ist hier in dem Fall vorhanden. Und wir sehen hier die Vogelperspektive. Bei beiden Varianten lenkt die Linien mit. Die Darstellung ist in Ordnung, wirklich für den Tag. In der Nacht könnte es einen Tacken besser sein, aber ansonsten ist das wirklich gut. Und wenn ich jetzt hier in D gehe, dann okay, jetzt gerade nicht. Aber ansonsten, wenn ich jetzt hier rangiere, normalerweise springt dann auch gleich die Frontkamera mit ein. Naja, weiß nicht, warum es jetzt nicht macht. Auf jeden Fall, was ich noch zum Thema Kamera sagen muss, wir haben ja hier die Taste, aber wir bräuchten sie gar nicht. Wenn ich jetzt hier an was sehr nah hinfahre, ich weiß nicht, ob ihr das Gras jetzt auch erkennt. Ja, Gras, doch. Dann kommt hier automatisch die Kamera mit dazu. Ja. Und beim Rangieren hilft das natürlich ungemein, weil dann muss ich selbst nicht mehr mit den Kameras aktiv werden, sondern jedes Mal, wenn es sehr knapp wird, stellt er die Kamera hinzu. Angenehmes Feature. Mit was wir jetzt hier auf diesem Feldweg beginnen, ist das Thema Komfort. Und das ist ein wirklich weit ausgeschmücktes Thema. Im Prinzip könnte man es auch ganz schnell abfertigen. Ich bin schon lange kein so komfortablen SUV mehr gefahren. Aber wir wollen das etwas länger ausführen. Und wenn wir quasi die Zeit noch haben, werden wir nachher auch mal noch über einen Feldweg damit fahren und euch auch dort nochmal das Thema Komfort näher bringen. Das wird aber dann, wenn es wir machen, direkt an diesen Komfortweg hier dran geschnitten, damit ihr nicht lange warten müsst. Nee, also ganz im Ernst, es ist ein wirklich sehr komfortables Auto, sei es die Geräuschentwicklung, ja, also Abrollgeräusche oder auch Windgeräusche oder gar auch den Motor, der an- und ausgeht. Man hört faktisch nie etwas. Bei höheren Geschwindigkeiten hört man mal irgendwann Windgeräusche. Und wenn man jetzt Gas gibt durch das stufenlose Automatikgetriebe, hören wir auch irgendwann mal das Getriebe. Aber ansonsten ist alles sehr, sehr ruhig und schön komfortabel. Also es ist wirklich, also man kann das gar nicht beschreiben, es ist wirklich sehr komfortabel. Das muss man wirklich Lexus lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob es natürlich nicht zuletzt auch durch die adaptiven Dämpfer sind, die wir hier noch dabei haben. Aber egal aus welchem Grund, das Modell, das wir hier fahren, ist einfach extremst komfortabel. Und die adaptiven Dämpfer sind, glaube ich, auch per se erstmal nur dafür da, dass wir quasi auch ein bisschen einen Unterschied merken zu Sport- und Normalfahrern, sage ich jetzt mal. Weil wenn man ein bisschen strafferes Fahrwerk haben möchte,
hat das dann im Sport-Plus-Modus. Ja, also das ist jetzt der Teil, wo wir etwas härtere Bodenwellen haben. Und ihr merkt es, glaube ich, auch an der Kameraführung. Klar, diese bekommen wir dann ein bisschen mit, aber zu keiner Zeit so stark wie bei anderen Modellen. Ich bin jetzt sehr gespannt. Wir sind ja den GLC schon gefahren, den haben wir euch gezeigt. Dort war das Fahrwerk nicht ganz so komfortabel, wir hatten aber auch das normale Fahrwerk. Jetzt kriegen wir den X3 Facelift bald, allerdings als M. Ich gucke jetzt nicht so blöd, weil es ein M ist, sondern weil das natürlich vom Fahrwerk her auch nochmal eine ganz andere Welt dann ist. Aber ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall legt Lexus hier das Maß an Komfortabilität sehr, sehr hoch an. Ein Nachtrag zum Thema Komfort, den wir ja wie gesagt jetzt hier anschneiden. Aber davor, noch bei der Kopfstütze steht auch nochmal eingestickt F-Sport. Oder eingeprägt, ja, was mir sehr gut gefällt, einfach so Liebe zum Detail. Wir sind jetzt hier auf so einem Schotterweg, wie ihr das ganz gut erkennen könnt, ansonsten lege ich auch noch mal eine Fahrzähne drüber. Und selbst hier, natürlich merken wir, dass wir jetzt hier nicht auf ganz glattem Asphalt fahren, aber hört mal hin. Und ja, oder auch, ja, ihr müsst jetzt fühlen quasi, ja. Man merkt faktisch nichts. Ich höre jetzt lediglich ein paar Steinchen rumfliegen. Im Rathaus, das höre ich jetzt, aber ansonsten ist das trotzdem extrem komfortabel. Ja. Ihr merkt es auch an der Kameraführung, faktisch spürt man nichts. Und das wollte ich euch eben jetzt hiermit noch ein bisschen näher bringen, dass wir selbst, wenn wir jetzt mal über so einen Feldweg fahren, auch mal ein wenig schneller, da haben wir auch noch eine Szene für euch vorbereitet, wo der ein oder andere Staubkörnchen vielleicht noch fliegt, merkt man nichts. Nur jetzt hier diese tiefe Bodenwelle, die hat man wieder gemerkt, oder diesen Absatz. Aber ansonsten ist das hier einfach total komfortabel. Und jetzt geht's weiter mit dem normalen Fahreindruck, den wir für euch gedreht haben. Dann nutzen wir doch hier die weiteren Punkte auf der normalen Straße. Aber nochmal ein Punkt zum Komfort, den ich ja vergessen hatte. Bedenkt, trotz dem hohen Komfort, wir haben ja die 20 Zöller hier an Bord, ne? Das muss man halt auch nochmal bedenken, dass wir trotzdem 20 Zöllern so einen Komfort haben. Hier geht es jetzt aber tatsächlich um andere Dinge, wie zum Beispiel auch die Rundumsicht. Wir sehen vorne natürlich gut rum. Ich finde allgemein die Rundumsicht sehr gut, auch nach hinten. Wir haben natürlich auch noch ein kleineres Fenster in der C-Säule, trotzdem bleibt in der C-Säule ein Totwinkel übrig. Ja. Allerdings muss man schon wirklich sagen, hier den Totwinkel dann auch wirklich zu übersehen, wird schwierig. Wir haben einen guten Totwinkelassistent, Spiegel, auch nochmal die Kamera hier im Rückspiegel und den eigenen Kopf. Also hier sollte eigentlich nichts schief gehen und die Assistenten sind hier sehr scharf gestellt, wenn ich das mal so sagen darf. Aber die sprechen wir dann bei der Autobahnfahrt an. Was wir jetzt hier noch machen können, ist einfach der Punkt, auch nochmal bei höheren Geschwindigkeiten die Windgeräusche uns anzuhören. Wir fahren jetzt hier 90 knapp, nee, 84. Aber jetzt fahren wir 90 und wir hören einfach gar nichts. Einfach nichts. Und ihr habt ja draußen gehört und gesehen, wie stark es windet. Ja. Also das ist, man könnte fast schon einschlafen. So leise ist es hier teilweise im Innenraum. Ansonsten ist hier alles gut ablesbar während der Fahrt und auch alles schnell bedienbar. Das ist halt eine Sache, die auch zur Sicherheit beiträgt. Wenn ich einfach kurze Wege habe, um was zurückzulegen, dann ist das halt einfach sicher, weil ich nicht so weit weggucken muss von der Fahrbahn. Allgemein, die wichtigsten Informationen sind ja sowieso im Head-Up-Display. Ah, hinter uns kommt was. Ich wollte mit euch kurz einen Lull auf 100 machen im Sportmodus, weil das ist das, was uns noch fehlt. Und dann benutzen wir auch gleich mal noch die Sprachsteuerung später. Die ist über ein Codewort zu steuern oder halt am Ende dann auch durch die Taste, die ich hier mir belegen kann. Ich habe es aber immer durch das Codewort gemacht, weil das einfach angenehm ist und ja, weil er das halt auch kann. Dann sind wir jetzt im Sportmodus und machen hier einmal 0 auf 100. 50, 60, 70, 80, 90, es geht aber auch leicht bergab, 100 stehen schon. Das geht schon sehr schnell, muss man schon wirklich sagen. Man hört natürlich kurz das stufenlose Getriebe, allerdings finde ich es nicht so störend laut. Also für diejenigen, die sich das halt jetzt oder es nicht so kennen wie bei Toyota, ich finde, die haben es gut untergebracht und gut versteckt. Unser Verbrauch liegt jetzt, weil ich heute tatsächlich auch Autobahn und Landstraße und die Zeit nicht hatte zu laden, was man aber generell sollte. Man sollte ihn ja immer laden, ja, das solltet ihr schon tun, wenn ihr einen Plug-in-Hybrid kauft, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Wobei der auch wirklich sparsam ist ohne Batterie. Jetzt haben wir hier einen Durchschnittsverbrauch von 6,6 Litern mit Autobahnfahrt und Landstraße ohne Batterie. Das ist schon wirklich ein guter Wert für so ein SUV. Und wenn man jetzt nur Landstraße und die Stadt mal sieht, ist er auch sparsamer als der Vollhybrid. Auf der Autobahn könnte dann der Vollhybrid unter Umständen sparsamer sein. Aber das zeigt dann, ja,
Also das zeigt sich vielleicht bei einer Probefahrt mal. Ihr solltet ihn unbedingt mal probefahren, denn es ist ein wirklich heißer Kandidat in der Klasse. Es ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit den Lexus-Händlern. Ich habe jetzt mal Spaß, aber guckt, bei uns haben sie nur den UX da. Den NX haben sie noch gar nicht da. Auch kein älteres Modell, finde ich ein bisschen schade. Vielleicht sieht es aber bei euch auch ganz anders aus. Letzter Punkt ist die Sprachsteuerung, bevor wir jetzt mit Assistenz auf die Autobahn wechseln. Ich kann mit der Sprachsteuerung natürlich nicht nur die Navigation starten, sondern kann zum Beispiel auch die Sitzheizung oder sowas steuern, ja, oder andere Dinge. Aber wir nutzen es natürlich jetzt erstmal hier für unsere Navigation. Hey Lexus! Was möchten Sie tun? Navigiere mich nach Berlin. Ich habe ein Ergebnis gefunden. Es gibt Berlin. Die Routenführung beginnt jetzt. In einem Kilometer nach links. Ja, wie ihr gesehen habt, das ist relativ schnell. Das geht einfach zackig, er versteht einen, ja, und er fragt nicht 100-mal nach. Und genau das ist ja der Sinn von so einer Sprachsteuerung, dass ich nicht lange von der Fahrbahn weggucken muss, ja, damit ich einfach während der Fahrt mal kurz Navigation eingeben kann, ohne dass ich hier rumtippen muss oder gar anhalten. Ich beende die jetzt auch gleich, weil wir brauchen sie ja nicht. Aber nur, um das mal zu symbolisieren, dass das eben sehr schnell geht. Wir können mal anschauen, ob das mit einer Sitzhaltung jetzt tatsächlich auch geht, aber ich meine, es geht. Hey Lexus! Hey Lexus! Was möchten Sie tun? Bitte Sitzheizung aktivieren. Die Sitzheizung auf dem Fahrersitz wird auf High eingestellt. Ja, also wie ihr seht, das funktioniert und er hat sogar auch erkannt, von wem das ausgeht. Und das ist also auch auf dem höchsten Niveau die Sprachsteuerung. So, dann habe ich jetzt den adaptiven Thermomaten auf 100. Ich stelle ihn jetzt auf 130 eingestellt, ja. Und das geht in einer Schritten oder, wenn man länger drückt, in 5er Schritten. Er beschleunigt jetzt aber auch gar nicht auf diese 130, weil er vor uns auch schon wieder einen Hänger und einen LKW erkannt hat und somit eben den Abstand, den ich zuletzt eingestellt habe, ja auch einhält. Dann kommt auch ein aktiver Spurhalteassistent mit, das heißt, er lenkt quasi immer mit. Schön mittig, wie es sein sollte, und wenn ich jetzt das mal provoziere, lenkt er sofort dagegen und pendelt sich dann mittig wieder ein. Somit haben wir hier das volle Maß am ACC, das es derzeit gibt. Was noch fehlen würde, aber auch das hat er, ist, dass er Verkehrszeichen erkennt und diese mit übernimmt. Er macht das aber nicht automatisch und auch nicht vorausschauend, sondern ich muss das quittieren. Er sagt zum Beispiel hier jetzt 80, dann drücke ich einmal OK, beziehungsweise diese Geschwindigkeitstaste, und dann, ja, übernimmt er die aktuelle Geschwindigkeit. Von dem her, das funktioniert auch sehr gut, das muss man ihm lassen. Noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn er das automatisch übernimmt oder halt eben auch vorausschauend. Aber okay, wir haben das schon mal. Dann, was ihr jetzt hier im Spiegel noch seht, ist der Totwinkelassistent, der hier jetzt gar nicht mehr aufhört zu leuchten, weil hier ein Auto nach dem anderen kommt. Jetzt hört es wieder auf, dann werdet ihr sehen, jetzt ist es schon wieder an und der VW kommt jetzt. Ich kann es euch auch ganz schnell sagen, es sind ungefähr 3 Autolängen vorher, wo es war. Also ja, auf jeden Fall vorausschauend genug, somit sind wir immer frühzeitig gewarnt. Somit hat er alle wichtigen Assistenten mit an Bord, die man so braucht aktuell. Hat natürlich noch deutlich mehr Querverkehrwarner und so weiter. Und ich muss auch sagen, die Assistenten sind richtig gut, denn ich bin auf einer Straße in der Stadt gefahren und vor mir ist ein Fahrradfahrer von rechts angeschossen gekommen, hat er mich sofort gewarnt. Ja. Ich hatte ihn zwar gesehen, aber wenn ich ihn nicht gesehen hätte, hätte ich ihn spätestens dann gesehen. Und auch wenn ich rückwärts fahre, er scannt zu jeder Zeit immer alles und geht eben nicht nur auf Autos ein, sondern eben auch auf Fahrradfahrer und sogar auch Fußgänger. Und das System funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja, das kann man schon mal so sagen. Das Einzige, was mich persönlich, aber das ist so eine persönliche Sache, stört, ist, wenn ich jetzt hier eben 130 eingestellt habe und ich würde jetzt quasi die Spur wechseln wollen und ich blinke, dann beschleunigt er tatsächlich erst, wenn wir auf der anderen Spur sind. Und gerade jetzt, wenn so viel Verkehr ist, ist es halt schade, weil wir dann nicht flüssig mitschwimmen können, sondern ich müsste dann quasi selber Gas geben. Und ja, das ist halt ein bisschen schade. Schöner wäre es tatsächlich, wenn wir hier flüssig mitschwimmen wollen. Ich kann das jetzt demonstrieren, das ist eine größere Lücke. Ich blinke, er gibt kein Gas. Erst jetzt, wo wir fast schon drüben sind, gibt er Gas. Und der hintere hätte bremsen müssen, wenn er noch weiter weg, wenn er näher gewesen wäre. Genau, aber ansonsten funktioniert das sehr ordentlich und das ist auch wirklich super. Man kann sich darauf verlassen. Auch der Verkehrszeichenassistent
Er kennt jedes Schild. Einmal hat er ein Ortsschild nicht erkannt, aber ansonsten hat er alle Schilder erkannt. Und auch hier, wir fahren jetzt mit Motor 130. Man hört hier fast nichts. Ein paar Abrollgeräusche, aber keine Windgeräusche, kein Motor. Es ist alles schön ruhig. Also ich muss euch wirklich sagen, das ist einfach ein sehr hohes Maß. Und ja, ich werde im Fazit auch nochmal einen Vergleich zu den anderen Herstellern, die in diesem Segment sind, ziehen. Und jetzt werde ich sagen, gehen wir zum Fazit. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Da reden wir auch nochmal über Preise. Was kostet nämlich das Fahrzeug hier voll ausgestattet? Und da habe ich euch auch noch vom X3 jetzt mal beispielsweise noch einen Preis mit auch dem Plug-in-Hybrid mit ähnlicher Ausstattung mal rausgeschrieben. Und da werdet ihr erstaunt sein. Ja, das war unser Video über den brandneuen Lexus NX450H+. Und warum ich hier hinstehe, ist, damit ihr ein bisschen windgeschützter seid. Denn ihr seht auch schon, es sieht zwar cool aus, aber für den Dreh ist es natürlich ein bisschen blöd. Jetzt möchte der eine oder andere sagen, dreht doch an einem anderen Tag. Freunde, es windet ungelogen seit 3 Wochen. Ja, in den letzten Videos windet es halt. So, zurück zu diesem hübschen, geilen SUV. Wirklich, muss man sagen. Also klar, er hat mich schon überzeugt, als er auf dem Hof kam, mit diesem schönen Blau. Das ist bei mir natürlich immer schon so ein Triggerpunkt. Nein, Spaß, aber deswegen bin ich natürlich jetzt nicht blauäugig durchs Leben gerannt. Aber diese Farbe ist schon cool, passt auch zu dem Auto. Und wer das Design mag, das muss man natürlich voraussetzen. Ich finde es cool, aber es gefällt nicht jedem, da bin ich mir sicher. Wer das Design mag, innen wie außen, hat mit diesem Auto eigentlich alles richtig gemacht. Denn er muss sich definitiv nicht vor Jaguar, vor BMW, vor Mercedes, vor Audi, vielleicht auch vor Volvo, Genesis, alle Premium-SUVs in diesem Segment, muss er sich definitiv nicht verstecken. Er hat aktuelle Assistenz, die super funktioniert. Er sieht gut aus, er hat Matrix-LED-Licht, Head-Up-Display direkt in die Scheibe, ultra bequeme Sitze, ultra bequemes Fahrwerk, auch adaptiv auf Wunsch, 360-Grad-Kamera, bis 20 Zoll Felgen. Es ist halt einfach alles, was es bei den anderen gibt, gibt es auch bei ihm. Cloud-basiertes Navigationssystem, moderner Innenraum, fast schon moderner als bei den anderen drei, die ich jetzt mal nenne. Denn, wenn wir mal ehrlich sind, Audi Q5 ist ein Facelift. GLC aktuell Facelift. X3 aktuell ist ein Facelift. Und die sehen halt immer noch wie der erste aus. Ja? Also nicht wie der erste X3 zum Beispiel überhaupt, aber wie das Vor-Facelift. Es hat sich nicht allzu viel getan. Klar, auch dort sind wir aber modern unterwegs, natürlich mit digitalem Cockpit und auch der Assistenz. Aber trotzdem, es sieht halt alles ein bisschen älter aus, als wie finde ich jetzt beim Lexus. Das sieht alles jetzt modern aus. Vom Fahrersitz ist das echt richtig gut gelungen. Und ich finde auch, was den zusätzlichen Spaß gegeben hat, ist nicht nur das komfortable Fahren, sondern auch dieses Unbeschwerte. Man sitzt rein, es ist alles schön ruhig, man fährt einfach total entspannt, gemütlich, alles ist leicht bedienbar und man sieht auch alles, ist alles auch gut verarbeitet. Ja. Selbst so ein Dreher für die Temperatur ist schön verarbeitet. Es ist halt einfach entspanntes Fahren. Jedes Mal, wenn ich wirklich gestresster eingestiegen bin und dann bin ich angekommen, war ich danach entspannt und das trotzdem, dass keine Mark Levinson-Anlage verbaut war, weil Musik entspannt mich halt auch immer. Aber dieses Auto verkörpert so viel Entspanntheit und gibt das dem Fahrer weiter, dass ich wirklich schon länger jetzt nicht mehr erlebt habe. Also das Auto hat mich wirklich seit den letzten Autos, es gibt immer wieder Autos, die mich positiv überraschen und die ich auch einfach mag, aber das Auto hat mich mehr als positiv überrascht. Es ist wirklich Wahnsinn, dieses Auto. Ist wirklich so. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Bei 45.700 Euro startet er als 350 vor der Radantrieb. Und dann kann man sich natürlich hoch upgraden. Der teuerste NX stellt derzeit tatsächlich diesen hier dar. Das heißt den 450H, den Plug-in-Hybrid mit dem großen F-Sport-Paket und einer Farbe. Mehr kann man dazu nicht sagen und auch nicht mehr upgraden. Und dann liegen wir halt tatsächlich bei einem Preis von 73.299. Ist natürlich schon wieder was ganz anderes wie die 45. Aber man muss dazu sagen, man hat hier auch alles, was in dem Segment gerade so verbaut werden kann, mit drin. Und es funktioniert auch alles ordentlich und wir haben halt auch ein Plug-in-Hybrid. Das heißt, ihr könnt auch rein elektrisch fahren und das bis zu 70 Kilometer oder innerstädtisch vielleicht sogar bis 90. Das heißt, ihr bräuchtet theoretisch monatelang keinen Sprit, wenn ihr nicht längere Strecken fahrt. Und da spart ihr natürlich wieder was. Und es gibt ja auch aktuell noch eine Förderung, also ihr müsst nicht ganz die 73.299 Euro zahlen. Und jetzt zur Aufmunterung noch den Preis vom X3, den ich mir natürlich ausgesucht habe, weil das sonst so mein Liebling ist oder allgemein auch BMW.
wenn ich jetzt einen X3 nehme, und ich war erst bei einem M-Modell, weil das halt PS-technisch gepasst hat, aber ich habe jetzt den Plug-in-Hybrid genommen. Das heißt, der X330e, glaube ich, heißt er. Und der hat 200, also der ist knapp unter dem von der PS, aber nur 10 oder 20 PS. Und den kann man natürlich vergleichen. Dem habe ich das M-Sport-Paket gegeben wegen F-Sport und habe ihn halt so ausgestattet, damit wir ihn mit dem vergleichen können. Und dann kostet der Bums 91.420 Euro. Das ist halt schon eine Stange Geld für so ein Auto. Und wenn ich mir überlege, dass das jetzt mal knapp 20.000 Euro mehr sind für dieses Auto und ich bekomme aber eigentlich auch alles in diesem Lexus, dann muss man sich das schon gut überlegen. Und dann bin ich jetzt auch mal gespannt, was ihr zu dem Auto sagt. Gefällt es euch gar nicht? Was sagt ihr dazu? Ja? Und vor allem, das wäre echt eine coole Sache, wenn ihr durch das Video den Probe gefahren seid, schreibt mal drunter, was ihr nach der Probefahrt so sagt. Weil das interessiert mich wirklich, ob ihr nachher sagt, ich weiß gar nicht, was er hatte. Nach der Probefahrt fand ich ihn gar nicht toll. Oder ob er sagt, du hattest recht, nach der Probefahrt hat er mich komplett überzeugt. Das wäre echt cool, wenn das einer macht. Also nicht einfach plump drunter schreiben, sondern auch wirklich dann machen. Und schreibt einfach mal drunter, was ihr zu dem Auto sagt. Wie gefällt euch innen, außen und was sagt ihr zu dem Preis, wenn er dann hier so dasteht mit allem drum und dran. Ja? Genau, ansonsten ist so ein Like und so ein Kommentar natürlich auch ein Honorar. Ein Abo ist auch ganz gerne bei uns gerade gesehen, weil wir dann einfach noch ein bisschen wachsen zusammen. Wir können euch immer mehr zeigen, ja. Gerade ist es ein bisschen schleppend und die Glocke ist nur für euch da, weil dann werdet ihr benachrichtigt, sobald wir ein neues Video hochladen, wie zum Beispiel über den Lexus NX 450 Plug-in-Hybrid. Ja. So sieht's aus. Dem schönen NX und mir bleibt jetzt gar nichts anderes mehr übrig, wie euch einen schönen Tag zu wünschen bei einem hoffentlich nicht zu windigen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.